Moin, moin, der Schnubbi hier. Eine kleine, ja, ich nenne es mal Doku, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eine kleine, ja, so ein virtueller Blog, was auch immer, zu einem Projekt, das ich starten werde, und zwar in Kürze. Und das hat man vielleicht öfters mal in meinen Videos gesehen. Hier steht so ein uralter, naja, uralter, ein Röhrenbildschirm noch. Ein relativ großes Vieh, das Ding wiegt über 2 Tonnen. Das ist kein Scheiß, ich habe es gemessen. Und das Ding ist für was besonders gut, denn wie man hier vielleicht schon sieht, ich sehe leider auf der Kamera gar nichts. Ich hoffe, das ist irgendwie ein bisschen heller wie auf dem Display hier. Arcade-Sticks. Jetzt kann man sich natürlich schon denken, alter Röhrenbildschirm, Arcade-Sticks, 2 Stück. Da hat der Schnubbi doch was vor. Ja, habe ich auch, denn ich möchte einen Arcade-Automaten bauen. Und ich habe jetzt fast alle Sachen zusammen. Hier habe ich 2 alte Festplatten. IDE-Festplatten, jeweils 40 GB, brauche ich auch nicht viel. Hier habe ich ein altes CD-ROM-Laufwerk, brauche ich auch nicht mehr. Da kommt nur Windows XP drauf, und zwar hier drauf. Also nicht da drauf, sondern also da drauf. Ach, ist ja wurscht. Hier habe ich noch 2 Mainboards liegen. Einmal mein ausgedienter Aufnahme-PC mit Fett. Was hat er denn? Also Fett ist er gar nicht. Dual Core hat er, glaube ich. Ach, 4 GB RAM oder so. Jedenfalls nicht schlecht. Hier oben drauf mit dem Monster-Lüfter noch ein. Was ist das noch? So ein 3500 Megahertz-Dingens Single Core mit 512 MB RAM. Also ich hoffe, dass der hier unten, da, der funktioniert. Denn wenn ich an den ran muss, dann wird es ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, wie gut da der Arcade-Automat drauf läuft. Denn das ist ja auch quasi eine Emulation. So, was mir noch fehlt, ist ein Netzteil. Das ist unterwegs. Und das freut mich sehr, denn dann ist dieser ganze Klumpatsch komplett fertig. Ich kann anfangen, das ganze System drauf zu spielen und alles zu konfigurieren. Und dann bleibt das auch genauso stehen. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Da kommt nämlich noch das Wichtigste, nämlich das Gehäuse. Das werde ich demnächst anfangen zu bauen. Und werde auch dazu ein kurzes Video machen. Zeige euch das kurz mal so im Rohzustand, wie das dann aussehen wird. Und baue das ganze Ding dann zusammen irgendwann, hoffentlich sehr bald, in den nächsten paar Wochen. Und werde es dann mal ausprobieren. Und weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe, mache ich das einfach so. Ich zeige euch dann jeweils immer so ein paar Zwischenschritte, wie es denn aussieht. Jo, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.